Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den Ian Markets Morning Call für Donnerstag, den 8. März. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Schauen wir uns mal den Chart des DAX auf Wochenbasis an. Wäre die Handelswoche am Mittwoch um 17.30 Uhr bereits vorbei gewesen, hätte der DAX aus einer fatal wirkenden Ausgangslage einen nicht ganz kleinen Hoffnungsschimmer gemacht. Denn würde der Index das am Mittwoch zum Xetra-Handelsende erreichte Niveau halten, hätte er auf Wochenbasis eine sogenannte Piercing-Line generiert. Das heißt, nach einer langen roten Kerze eröffnet der Kurs unterhalb dieses roten Kerzenkörpers. Käufer generieren dann eine weiße Kerze, die über die Mitte der vorherigen Kerze hinausragt. Das wäre per Mittwochabend gelungen, wenn auch bislang nur knapp. Die Frage ist natürlich, lässt sich das bis Freitag durchhalten? Würde man sich eine Käseglocke über den Kopf stülpen und die Nachrichtenlage einfach ausblenden, dann wäre die Chance aus rein charttechnischer Sicht gar nicht mal so übel. Denn zu dieser Chance auf Wochenbasis gesellt sich der zweite Bullish Engulfing Pattern binnen 4 Handelstagen. Sehen wir uns das im Tageschart an. Da zu dieser Formation, also einer weißen Kerze, die eine rote Kerze komplett einhüllt, immer 2 Tage gehören, im Endeffekt also eine maximale Ausbeute. Der Abverkauf anfänglicher Gewinne am Dienstag mündete am Mittwoch in einen erneuten Aufwärtsimpuls, der den DAX in Schlagdistanz zu der gestern bei 12.314 verlaufenden 20-Tage-Linie bringt. Das Problem ist nur, dass solche Bewegungen gemeinhin nicht ohne ein Motiv entstehen. Und da kann man für den Mittwoch außerhalb der grundsätzlichen Motivation bullischer Trader nur ja keine Verkaufssignale im Chartbild zuzulassen, ziemlich lange suchen. Denn die Wall Street war ausgerechnet am Mittwoch schwächer unterwegs und bot damit diesem Plus von über 1% im DAX kein Fundament. Der Euro fiel nicht, auch das hätte grundsätzlich positiv wirken können. Und wenn man da Umschichtung großer Adressen raus aus Positionen in den USA rein in den europäischen Markt vermutet, was ja grundsätzlich immer denkbar wäre, müsste man ausgerechnet am Mittwoch doch eher daran zweifeln. Denn der befürchtete, letztlich dann aber doch überraschende Abgang von Gary Cohn als Wirtschaftsberater des US-Präsidenten war ein äußerst guter Grund für nervöse US-Aktienmärkte. Aber es wäre erst recht ein guter Grund gewesen, um in Europa in Deckung zu gehen. Denn dass Cohn so unmittelbar vor der Verabschiedung dieser US-Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumimporte ging, das ist beileibe kein Zufall. Er gehörte zu den vielen, die versuchten, Trump davon abzubringen, weil diese Maßnahmen am Ende auch die USA selbst treffen. Dass Trump nicht zu bewegen war und jetzt derjenige geht, von dem man vermutete, dass er wenigstens auf ihn gehört hätte, ist brisant. Es bedeutet, dass ohne Cohn erst recht das Risiko besteht, dass Strafzölle auf europäische Autos folgen, wenn Europa sich wehrt, wovon auszugehen ist. Dass das beim DAX, in dem ausgerechnet BMW und Daimler im Tagesverlauf sogar ins Plus treten, Käufe statt Abgaben auslöst, ist rational nicht nachvollziehbar. Was hieße? Man muss davon ausgehen, dass es sich um eine zweite Welle offensiver Defensive handelt, sprich um den Versuch, die Gefahr erneuter bärischer Signale gezielt wegzukaufen. Das indes kann nur funktionieren, wenn andere Marktteilnehmer auf diesen Zug aufspringen. Werden sie das? Das wird sich heute, spätestens morgen, zeigen. Täten sie es und würde damit die 20-Tage-Linie bei 12.314 hinreichend deutlich überboten, wäre der Weg wenigstens mal bis an die Widerstandszone 12.570 zu 12.723 Punkte frei. Ob der DAX dahin durchkäme, ist zwar fraglich, aber Short Trades würden wir in diesem Fall dennoch erst einmal glattstellen. Das heißt, der Stop-Loss bliebe damit aus unserer Sicht bei 12.375 für kleine Short Trades und ein Switch of Long wäre über 12.750 Punkten zu erwägen. Eine Aufstockung bestehender Short-Positionen wäre möglich, wenn dieses Bullish Engulfing Pattern komplett torpediert, eliminiert würde, sprich, wenn der DAX unterhalb der 20-Tage-Linie abdreht und dann unter das gestrige Tagestief bei 12.020 Punkten rutschen würde. Das kann sein, aber das ist eben auch absolut nicht absehbar. Die Nachrichtenlage ist im Moment dominiert von den Nachrichten aus Washington und da ist im Moment nichts vorhersehbar. So betrachtet wird dieser Tag wieder mal eine Wundertüte, aber überraschenderweise eben aus rein charttechnischer Sicht zumindest mit einer bullischen Vorlage.
12.375 Stop-Loss Short und darüber hinaus muss man abwarten, was der DAX zu Wege bringt. Wir melden uns wieder morgen früh in der nächsten Ausgabe des Inge Markets Morning Call. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.